Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hardware Talks. Servus. Wenn ich richtig gezählt habe, bereits die vierte Folge in diesem Jahr. Ihr kennt uns daher. An meiner Seite der Wolfi. Grüß euch. Ich bin der Felix und im Herbst ist klarerweise Erntezeit. Wir haben heute etwas aus dem Hause Apple dabei, was wir uns genauer ansehen. Es gibt auch wieder etwas zu gewinnen, aber halten uns nicht lange auf, steigen wir direkt in die erste Kategorie ein, dem Design. Wolfi, ich habe es angekündigt, Apple. Konkret ein iPhone 15, ein iPhone 15 Plus hier, ein iPhone 15 Pro da. Genau. Man kann auch etwas gewinnen, das steht hier vorne. Was muss man da machen? Genau, ihr kommentiert einfach unter dieses Video gleich drunter, was eurer Meinung nach am iPhone 15 besser ist als an eurem derzeitigen Handy. Dann habt ihr nämlich die Chance, genau das, also ein iPhone 15, 128 GB in schwarz zu gewinnen. Also kommentieren, kommentieren, kommentieren. Sehr fein, wir drücken die Daumen und jetzt steigen wir aber wirklich ein. Erste Kategorie Design. Hat sich da irgendwas groß getan zum letzten Jahr, zur iPhone 14er Serie? Fällt irgendwas augenscheinlich sofort auf? Genau, also ich meine, richtig sofort auffallen wird es einem nicht. Also man sieht hier, wenn ich es umdrehe, das schaut ja eigentlich genauso aus wie das iPhone 14 Pro oder auch das iPhone 13 Pro. Ja? Da ist kein Unterschied nach wie vor, die drei Kameras und der Camera Bump. Es fällt einem dann eher auf, wenn man das iPhone 14 oder 13 gewohnt war, aber wenn man es in die Hand nimmt, das ist nämlich wirklich um eine deutlich leichter, also um ungefähr 10%, klingt nach wenig, aber... Wie haben Sie das gemacht? Deutlich spürbar. Na, sie haben eben ein anderes Material verwendet, also Apple bewirbt das auch sehr groß, dass das eben ein Titanrahmen ist. Hat den Vorteil gegenüber Stahl, der ja bisher in den Pro-Geräten verbaut war, dass es leichter ist, aber dennoch genauso fest und eine genauso hohe Beständigkeit hat. Schaut auch ziemlich cool aus, finde ich, in der Naturfarbe. Die habe ich halt auf der Apple-Webseite gesehen, noch nicht live. Das ist jetzt die schwarze Version, sprich, da ist halt eben schwarz bemalt, kann man sagen. Und die Naturversion, die ist dann so Graphitfarben. Ja. Das ist, glaube ich, das würde ich mir, glaube ich, persönlich nehmen, aber es ist Geschmackssache. Finde ich auch sehr fesch. Genau, und ich meine, es ist auch so, dass es ein bisschen kleiner geworden ist. Man sieht auch, dass die Ränder ein bisschen schmäler sind am Display. Also als iPhone-Kenner fällt einem das schon auf. Wenn man zum ersten Mal oder nicht so häufig mit einem iPhone zu tun hat, fällt es einem wahrscheinlich eher nicht auf. Ja. Dann gerne zu meinem Gerät. Ich habe, wie gesagt, das Plus-Modell hier in der Hand. Rein am Papier hat sich von den Abmessungen überhaupt nichts getan. Die Ränder sind auch jetzt abgerundet. Ich finde, es liegt noch eine Spur angenehm in der Hand. Ist aber Aluminium, glaube ich. Genau, es ist weiterhin, also vom Design hat sich von den Materialien gar nichts verändert. Es ist der Rahmen weiterhin Aluminium, diesmal mattiert. Auf der Vorderseite haben wir Ceramic Shield, also das ist das Schutzglas von Apple. So Gorilla Glas 5 auf die Art oder Victus. Und auf der Rückseite ist auch bemaltes Glas, in dem Fall wirklich sehr matt und sehr, also die Sättigung wurde sehr stark rausgenommen. Ich habe ja auch das schwarze Modell, das sieht man ja nicht, aber ich habe auch schon im direkten Vergleich. Kein großer Unterschied eigentlich. Genau, auch das gelbe Modell zum Beispiel schon gesehen. Es gibt auch in Gelb und in Grün oder in Rosa und das Gelb ist dann der Kontrast schon sehr stark herausgenommen. Das geht dann fast schon ins Weiße rüber. Das muss man wirklich mögen oder man sagt, man gibt so und so eine Hülle drauf, dann ist es eh egal. Also es springt dann nicht so ins Auge, so grelle Farben, auf das haben sie komplett verzichtet, so wie das Product Red zum Beispiel. Genau. Dazu kann man stehen, wie man will, aber es springt dann halt voll ins Auge. Genau. Und diesmal ist es sehr dezent gehalten, sagen wir es mal so. Korrekt. Kurz von der Größe, eigentlich auch gleich geblieben. Apple hat seit ein paar Jahren zwei Größen, wo sie gesagt haben, das ist anscheinend der Sweet Spot, beim Pro und beim Basismodell mit 6,1 Zoll. Hier beim Plus und beim Pro Max mit 6,7 Zoll. Da braucht man dann schon größere Hände, dass man das wirklich gut greifen kann. Ich finde es aber sehr hochwertig. Und eine Neuerung gibt es bei mir auch noch, wenn ich da vorne schon auf den Bildschirm drauf schaue. Genau, Dynamic Island. Korrekt. Das gab es letztes Jahr schon beim Pro, heuer eben auch hier. Letztes Jahr war es noch ein wenig altbacken, also diese riesige Notch, die dort drinnen war. Und jetzt lösen die das eben so mit dieser Einfassung, mit Dynamic Island eben und ist eine nette Spielerei. Ja, also ich kann zum Beispiel, wenn ich Musik höre, habe ich dann den Player oben, ich sehe das Cover von dem Titel, kann auf einer Website navigieren und jederzeit wieder reinspringen. Ich kann mir anzeigen lassen, wann mein Uber kommt, wann meine Bestellung kommt. Hoffe dadurch, dass es jetzt eben auch ein Basismodell angekommen ist, dass die Entwickler sich hinsetzen und mehrere Widgets dafür programmieren. Genau, das ist auch benutzergenau. Ich meine, es ist eine Art Hybrid aus Taskbar, Widget und Apps auf die Art, kann man halt sagen. So kann man es nicht beschreiben, die Dynamic Island. Allerdings bei dir halt hast du immer noch ein 60 Hertz Display. Das ist vielleicht der Painpoint beim iPhone 15. Definitiv. Also für Leute, vor allem die 120 Hertz gewohnt sind mittlerweile, bei Android gibt es ja schon fast überall. Für Leute, die das halt noch nicht kennen, die werden es wahrscheinlich nicht vermissen, würde ich mal sagen. Aber das ist halt ein Alleinstellungsmerkmal der Pro-Reihe bei Apple nach wie vor, das Display. Das ist grundsätzlich von der Schärfe her bei beiden gleich gut und auch von der Helligkeit bei beiden gleich gut. Nur halt die Bildwiederholrate ist halt bei mir mit 120 Hertz und LTPO2 Display. Das heißt, es geht runter bis 1 Hertz bei statischem Content, ist halt
Schon so, also ich meine, das gehört eigentlich bei einem Flaggschiff schon dazu mittlerweile. Ja, der schmerzt nämlich wirklich. Mhm. Also wie du es gesagt hast, wenn ich jetzt von einem iPhone 12 zum Beispiel upgrade auf das, fällt es mir nicht auf. Aber wenn ich jemals schon ein Gerät in der Hand hatte mit 120 Hertz, das ist wie Tag und Nacht. Ja, es wirkt irgendwie falsch, irgendwie es ruckelt. Und es gibt im Internet auch das Gerücht, dass in allen Varianten sogar dasselbe Bildschirm verbaut ist. Das kommt aus Samsung. Mhm. Wenn das wirklich stimmen würde, würde das bedeuten, dass das einfach software-seitig eingeschränkt ist. Und das finde ich schon schade für den Preis. Mhm. Speziell ein Always-on-Display ist ja bei mir auch nicht möglich. Ja, genau. Und das verstehe ich auch nicht. Das gibt es im Android-Bereich seit Jahren auch teilweise schon in der Einstiegsklasse. In der untersten Unterklasse. Ja, ne? Und also nur, dass man da das differenziert, Pro kann das und das, also rein ums Geld kann es da nicht gehen, verstehe ich nicht ganz. Also. Naja, es ist eben ja die Differenzierung, das heißt ja ProMotion Display, da steht das Pro schon drinnen und deswegen Pro-Reihe. Also ich, so schätze ich das halt ein von Apple, dass eben Apple diesen Weg geht. Ja. Aber kommen wir halt gleich vielleicht zur Bewertung. Sehr also gerne. Ich gebe dem Ganzen 9 Punkte, nicht ganz perfekt, weil ich finde diese Notch oder halt Dynamic Island, ich finde das nach wie vor zu groß, vor allem wenn man Videos schaut. Finde ich, stört das manchmal schon oder auch bei Spielen stört das manchmal. Bei Android sind das ja nur kleine Punch-Holes. Mhm. Das kann man weit leichter ignorieren und das fällt einem halt schon immer wieder auf. Also ich persönlich mag es nicht, aber es ist wohl Geschmackssache. Aber 9 Punkte eben deswegen von mir. Sehr gut. Ich gebe 8 Punkte von maximal 10 möglichen Punkten, weil der Bildschirm ist grandios, macht wirklich Spaß. Helligkeitswerte, Spitze, geht drauf bis zu 2000 Nits. Mhm. In Ausnahmesituationen, wenn es wirklich sonnig ist, durchschnittlich so um die 1000 Nits. Genau. Also das ist wirklich, wirklich top. Die 2 Punkte Abzug eben aufgrund der 60 Hertz und dem Always-On-Display, das finde ich wirklich schade, dass man 2023 dass das so beschneidet. Mhm. Genau. Gut, damit schreiten wir gleich voran zur zweiten Kategorie, zur Ausstattung. Wolfi, reden wir über die Ausstattung. Zuerst vielleicht aber nochmal kurz der Hinweis, es gibt ein Gewinnspiel, das schöne Gerät steht hier auf der Seite. Was muss man tun? Wie kommt man dazu? Genau, also du kannst ein iPhone 15 gewinnen, dazu einfach kommentieren, was du glaubst, dass das iPhone 15 besser kann als dein derzeitiges Smartphone und dann gehört vielleicht dieses wunderbare Handy dir. Also kommentieren. Sehr schön. Ausstattung zählt eigentlich auch vielleicht noch fast zum Design. Ich kippe das Ganze mal so in die Kamera, wenn du mir das gleich tun willst. Mhm. Was fällt uns da auf? Da hat sich irgendwas seit dem letzten Jahr getan. Was sehen wir da unten? Genau, also gezwungenermaßen hat Apple eben den USB-Anschluss eingeführt, gezwungenermaßen deshalb, weil es eine EU-Verordnung gibt, die besagt, dass jedes, glaube ich, aufladefähige Gerät ab einer gewissen Größe oder so, endlich lautet die Verordnung, einen USB-C-Anschluss eben braucht zum Laden. Und hiermit hat es der jetzt endlich auch auf ein iPhone geschafft. Ich meine, der Lightning-Anschluss hat eine lange Geschichte, 2012 wurde der eingeführt. So lange schon wieder her. Genau, ich glaube das iPhone 5 oder 5S, eins von beiden, jedenfalls 2012 war das. Vorher gab es dieses 30-polige Stecker, das war halt bei den Ur-iPhones, dann eben Lightning und jetzt endlich USB-C. Das heißt, ich meine, man kann nicht viel mehr sagen als willkommen im Club, weil... Was hat das jetzt für einen Vorteil? Du kannst halt jedes beliebige Ladekabel anschließen, das ist der Vorteil. Du kannst leichter externe Festplatten, also ohne Adapter anschließen oder externe SD-Cards. Gerade hier eben das iPhone 15 Pro unterstützt ja ProRes-Videoaufnahme, das heißt mit sehr hohen Datenmengen. Und das funktioniert besonders gut, wenn man da externen Speicher anschließen kann und das gleich dorthin direkt drauf spielt. Ja. Oder wenn du sagst, Filmen auch irgendwie für die Profi-Filmer, dass du irgendwelche... zusätzliche Mikrofone oder so anschließt und jetzt alles ohne Adapter. Genau, richtig. Ja. Also es ist eine Komfortsache. Vielleicht noch kurz, das iPhone 15 Pro hat USB 3.0, das heißt profitiert von hohen Datenübertragungsraten, während das iPhone 15 leider nur USB 2.0 unterstützt. Ja, schade. Ja, ist irgendwie schade. Ich meine, es ist ungefähr gleich schnell wie Lightning, glaube ich, aber trotzdem schade. Ja. Mhm. Reden wir über den Prozessor. Mhm. Das ist bei mir der A16 Bionic Chip, den wir aus dem letzten Jahr aus der Pro-Reihe kennen. Mhm. Ist aber immer noch ein wirklich Spitzenprozessor, der super flüssig läuft. Die Wärmeentwicklung ist gut, da gibt es absolut nichts. Also wahrscheinlich bei kommenden Spielen kann es sein, dass ich vielleicht dann in ein, zwei Jahren das nicht mehr auf der höchsten Stufe spielen kann. Aber rein im Alltag merke ich da keinen Unterschied, ob es jetzt der A16 Bionic oder bei dir heißt es, glaube ich, 17 Pro. A17 Pro, genau, richtig. Ich meine, das Coole an dem neuen Chip ist, dass der Raytracing jetzt unterstützt. Das heißt also, dass Spiele noch realistischer ausschauen, weil halt Nebel- und Lichteffekte besser dargestellt werden können. Grundsätzlich hat eben Apple gezeigt, dass jetzt AAA-Titel, also ganz besonders tolle Spiele, eben von der PlayStation auch auf das iPhone portiert werden. Cool. Und das hat schon richtig cool ausgeschaut. Ich meine, ich habe ein bisschen Diablo Immortal gespielt, auch sehr aufwendiges Spiel.
da ist auch irgendwie nichts heiß geworden, waren, glaube ich, immer noch genug Reserven da. Nein. Und grundsätzlich zur Hitzeentwicklung, da hat der Apple jetzt adressiert sogar das Problem, dass es jetzt unter Umständen bei Pro-Modellen eben zu unvorhergesehenen Hitzespitzen kommt, dass sich das Handy aus welchem Grund auch eben ein bisschen überhitzt. Das wird jetzt aber adressiert mit dem neuesten iOS 17.0.3 Update, glaube ich, ist das. Das kommt dann bald aufs Handy und dann sollte es eigentlich geschehen. Wäre dir das aufgefallen in der Testphase? Nein, ist mir nicht aufgefallen. Nein. Okay. Gut, was können wir noch besprechen vom Akku? Da hat sich nicht weiß Gott was getan. Das ist eigentlich nahezu der gleiche wie im letzten Jahr. Auf der Same leider auch genauso langsam in Ladung, also 20 Watt. Ziemlich langsam. Also geht bei Android schon, glaube ich, 120 Watt, bietet, glaube ich, Vivo an oder Xiaomi. Also da geht schon einiges mehr, aber okay. Ich meine, man steckt es dann halt in der Nacht an. Ist auch ja. Okay. Da vielleicht zwei Dinge noch dazu. Apple erlaubt es einem jetzt, dass man einstellen kann, dass der Akku nur bis 80% auflädt, um das eben auf längerfristig auch zu schonen. Finde ich eine nette Geschichte. Ja, genau. Wenn man eh weiß, man wird wahrscheinlich mit 80% gut durch den Tag kommen oder kann es zwischenzeitlich laden, finde ich das sehr fein. Ansonsten vom Lieferumfang, ihr seht, die Schachtel ist etwas schmäler. Man kennt das aus dem letzten Jahr oder aus den letzten Jahren. Netzteil ist keins mehr dabei. Es ist diesmal ein USB-C auf USB-C-Kabel beigelegt. Und das mit einem wirklich feschen Ummantel, also einer Stoffummantelung, schaut ganz wirkt gut sehr aus. Hochwertig. Also ich glaube, da hat man mehrere Jahre damit Spaß, ohne dass da was kaputt geht. Genau. Ansonsten, glaube ich, haben wir die Ausstattung soweit abgedeckt, Wolfi. Naja, nicht ganz. Nicht? Es ist nämlich noch ein kleines Detail, auch noch neu natürlich am iPhone 15 Pro, und zwar das ist der Action-Button. Sieht man hier. Also das ist dieser dezidierte Button, dem ich jetzt eine Funktion zuweisen kann, je nach Geschmack, also Taschenlampe oder dass er die Kamera-App öffnet oder auch irgendeine Apple-Shortcut, also über Siri irgendeine App öffnet. Das heißt, er kann wirklich jede beliebige Funktion ausführen. Ist ganz cool, man hätte ihn ein bisschen länger gedrückt und dann startet... Was hast du zugewiesen? Offensichtlich die Taschenlampe zum Beispiel. Was ein bisschen schade ist, ist, dass er nur diese eine Funktion hat. Also geht ein bisschen möglich sein, dass ein Double-Tap, also dass ich zweimal tippe, dass was anderes passiert? Also geht das? Kurz oder Double-Tap oder was geht alles nicht. Okay, schade. Genau, und das ist auch, er ist auch irgendwie nicht so einfach erreichbar. Also man sieht es jetzt hier. Da mit dem Finger reichen, normalerweise hält man das Handy so, also man muss dann ein bisschen höher greifen. Wo er sich vielleicht auszahlt, ist, wenn man ein Foto schießt, weil da hat man es dann so in der Hand und da reicht man ihn dann gut. Allerdings zum Auslösen kann man ohne dies die Lautstärketasten verwenden. Insofern stellt sich die Frage, warum er eigentlich da ist. Aber okay, ist mal ein bisschen was anderes. Ja. Halten wir das vielleicht beides nochmal so in die Kamera, dass man schön sieht. Bei mir gibt es diesen Button leider noch nicht. Das ist das gewohnte Design, dieser Mute-Switch. Das heißt, ich kann halt auf lautlos schalten. Genau. Wobei ich ehrlich bin, ich habe, glaube ich, mein Handy ist seit Jahren auf lautlos. Das heißt, wenn ich das Handy einmal einrichte, ist es auf der Position und das wird sich so schnell nicht ändern. Ja, okay. Aber ja, gibt offensichtlich noch genug Leute, die das genauso wollen. Richtig, ja. Deswegen ist es im Basis- bzw. hier konkret im Plus-Modell genauso verbaut. Jetzt aber, kommen wir zur Bewertung. Bewertung, ich gebe 9 Punkte, gibt eigentlich von mir nur deswegen einen Abzug, weil, also im Hinblick irgendwie, es ist ein bisschen, ich meine, für sich genommen eigentlich müsste man 10 Punkte nehmen, nur im Hinblick auf das iPhone 15 finde ich sehr fragwürdig, warum eben da USB 2.0 verbaut ist, verstehe ich nicht ganz, deswegen kriegt das Pro von mir einen Abzug. Vielleicht ein bisschen unfair, aber das ist meine Einschätzung. Ich gebe auch 9 Punkte und du hast mir mein Argument eh schon vorweggenommen. Es ist das USB 2.0, was ich nicht verstehe. Also in der Preiskategorie, ich glaube, das ist nur Xiaomi, die das auch, also jenseits der 900 Euro noch mit USB 2.0 haben. Alle anderen sind schon beim höheren Standard. Bin schade, aber trotzdem solide 9 Punkte, weil super Prozessor. iOS 17 ist wieder super stimmig mit der Hardware Zusammenarbeit. Deswegen gute 9 Punkte. Sehr gut. Gut, dann kommen wir gleich zur letzten, zur abschließenden Kategorie, zur Kamera. So, dann sind wir tatsächlich schon bei der letzten Kategorie angekommen, beim Höhepunkt eigentlich unserer heutigen Folge, der Kategorie Kamera. Wir drehen das Ganze mal um, zeigen die Linsen ins Bild. Bevor wir aber darüber sprechen, vielleicht nochmal der Aufruf. Es gibt heute wieder was zu gewinnen, nämlich ein iPhone 15 in Schwarz. Genau. Was muss man tun? Einfach uns sagen in den Kommentaren, was ihr meint, dass am iPhone 15 besser ist als an eurem derzeitigen Smartphone, und dann könnt ihr das gewinnen, also kommentieren. Wir drücken die Daumen und reden jetzt wirklich über die Linsen. Bei dir sind es 3, bei mir sind es 2, das kennen wir schon aus dem letzten Jahr. Hat sich überhaupt was getan? Also ganz grundsätzlich jetzt an den Brennweiten der Linsen und am grundsätzlichen Setup hat sich nichts geändert. Also das iPhone Pro hat immer noch eine Ultraweitwinkellinse, Kleinbild und Tele mit dreifachen optischen Zoom. Daran hat sich nichts geändert. Die fünfte optische Fünffach-Zoom ist ja dem Pro Max vorbehalten. Konnten wir leider nicht testen, weil das Gerät sehr begehrt ist. Wir haben nur ein Pro abgreifen können.
Deswegen können wir es leider nicht vorstellen, aber das Pro ist immer noch ein sehr potentes Kamerahandy. Ja. Apple hat nämlich eins gemacht, sie haben zwar nicht die Linsen an sich erneuert, sondern sie haben halt die Sensoren erneuert, vor allem den von der Hauptkamera. Das ist zwar nach wie vor ein 48-Megapixel-Sensor, aber er ist größer als im letzten Jahr. Und die Art und Weise, wie ein Foto erstellt wird, ist anders. Grundsätzlich geht es ja bei Smartphones darum, jetzt nicht mehr irgendwie neue Kameras mit größeren Öffnungen oder was anzubieten, sondern das Post-Processing zu optimieren, weil da kann man dann halt noch am meisten rausholen, weil die Bauweise ist halt zu klein, irgendwann stößt man da auf die Grenzen. Apple macht das jetzt so, dass bei jeder Aufnahme, die man macht, wird ein 48-Megapixel-Foto gemacht plus ein 12-Megapixel-Foto mit via Pixel-Binning. Das heißt, beim einen Foto, das ist gut für die Details. Das zweite Foto ist gut für die Helligkeit und Kontraste und so weiter und das wird dann kombiniert und da gibt dann im Endeffekt ein 24-Megapixel-Foto, das man im Default-Modus rauskriegt. Im ProRes-Modus kann man natürlich auch mit der vollen Auflösung schießen, aber grundsätzlich ist das eben der große Unterschied zu den Vorgängern. Bisher war immer 12 Megapixel die Größe der Fotos am iPhone, jetzt sind das eben bei der Pro-Reihe 24 Megapixel. Ich will noch ganz kurz, also jetzt am grundsätzlicher Eindruck von den Fotos hat sich nicht viel geändert. Das ist nach wie vor Apple-typisch, alles sehr dynamisch und gut ausgeleuchtet und scharf und was weiß ich. Man merkt dann diese 24 Megapixel halt erst, wenn man reincroppt. Ja, da merkt man es dann, dass man ein bisschen mehr Auflösung zur Verfügung hat. Sonst vom Eindruck her würde ich sagen, ist es genau gleich wie im 14 Pro. Also ich kann nicht behaupten, dass ich da einen riesen Unterschied gemerkt hätte. Ja. Hast du zum Beispiel einen Unterschied zwischen den Linsen gemerkt? Also wenn du wirklich dasselbe Motiv mit verschiedenen Brennweiten fotografierst, dass du irgendwie in der Farbabstimmung, in der Dynamik unterspringst? Das kann Apple nach wie vor am besten von allen Herstellern, wenn man springt zwischen Ultraweitwinkel, Kleinbild und Tele. Das ist einfach, also erstens einmal ist der Verlauf total flüssig, also auch für einen am Sucher, das schaut total flüssig aus. Und es ändert sich nicht auf einmal der Weißpunkt oder was, was bei vielen Androiden leider der Fall ist. Also das ist ein super nahtloser Übergang, kann man gar nichts dran aussetzen. Sehr schön, ne? Dem Lob kann ich mich anschließen, ist bei mir eigentlich das Gleiche. Ich habe halt statt zwei Linsen, meine Hauptkamera, eine Ultraweit, dasselbe Setup wie auch schon im letzten Jahr. Bei der Hauptkamera, die ist jetzt auf 48 Megapixel angestiegen, also so wie man es im letzten Jahr aus dem Pro kennt. Du kriegst aber trotzdem nur 12 Megapixel Fotos raus im normalen Modus, oder? ProRes, dann kriegst du eben 48, wenn korrekt, du korrekt, korrekt. Und durch das ist aber ganz fein, kann ich jetzt einen zweifach optischen Zoom auch provozieren. Das croppt dann halt ins große Bild hinein. Ist genauso wie beim Pro. Genau, wirklich schöne Ergebnisse und ich habe es mir auch verglichen die letzten Tage mit Bildern aus dem letzten Jahr. Und ich muss sagen, dass es nochmal eine Spur schöner wird. Also die Details sind irgendwie nochmal kontrastreicher, nochmal schärfer. Arbeitet wahrscheinlich, wie du auch gesagt hast, die Software natürlich auch nochmal mit, dass sie nachgezogen haben. Das ist wirklich fein. In der Nacht bei Lowlight hat sich es auch nochmal verbessert. Es sind wirklich schöne Ergebnisse gewesen. Da bin ich die Windseile entlang spaziert, habe ein bisschen was fotografiert. Die U-Bahn ist vorbeigefahren, das ist ganz nett. Was ich ein bisschen schade finde, dass man diesen Nachtmodus nicht manuell erzwingen kann. Ja genau, es gibt ja keinen Quick-Toggle, gell? Genau. Genauso wie beim Makro-Modus, der extrem gut funktioniert. Also man kann diesmal wirklich extrem nah ans Motiv ran. Es ist aber so, dass er eben das Handy das automatisch erkennt. Das ist auch akkurat in 99% der Fälle, genauso wie der Nachtmodus. Nur es wäre trotzdem nett, wenn man da selber die Möglichkeit hat, das via Quick-Toggle eben ein- oder auszuschalten. Okay, ja. Aber bei dir geht's. Bei mir ist zum Beispiel Makro-Modus nicht möglich. Also sobald ich wirklich näher hingehe zu einem Motiv, irgendwann stellt er es nicht mehr scharf. Okay. Keine Chance. Finde ich auch ein bisschen schade, dass man das da offensichtlich auch künstlich beschneidet. Ja, ja. Aber ansonsten, was kann ich noch loben? Porträtfotos wären wirklich cool. Da gibt es auch ein neues Feature. Das werden wir euch dann auch einblenden. Das ist, ihr kennt es bestimmt, man ist irgendwo im Urlaub, man fotografiert sich zu zweit vor einer Sehenswürdigkeit, denkt, wow, ist das ein nettes Foto und kommt im Nachhinein dann drauf, dass drei Reisegruppen hinter einem stehen und vielleicht auch hineinlächeln. Gemaßverschreien. Und das ist dann eben nichts fürs Familienalbum. Und selbst wenn man zu diesem Zeitpunkt vergisst, das als Porträt zu fotografieren und ein normales Foto schießt, merkt sich das iPhone die Daten, die Informationen zur Schärfe und ich kann dann im Nachhinein auch die Schärfe noch ziehen und diese Reisegruppe oder Reisegruppen entfernen und eben das Urlaubsfoto retten. Ganz genau richtig. Also man kann im Nachhinein jedes Mal also selber entscheiden, wo man die Schärfe haben will oder wo man halt den Fokus haben will von einem Porträt und man muss eben nicht mehr extra den Porträtmodus wählen. Vielleicht noch ganz kurz zu Video. Grundsätzlich bin ich da nicht, wie soll man sagen, also nicht der Experte bei Video. Ich bin eher der Fotomensch als der Videomensch. Aber was ich halt schon gemerkt habe, ist, dass die Bildstabilisierung beim iPhone wirklich extrem gut ist. Es gibt ja auch den Cinematic Mode. Das ist überhaupt so, dass man wirklich so wackeln kann quasi mit dem Handy und trotzdem wirkt das extrem, also fast wie auf einem Gimbal montiert. Ja. Also das kann Apple wirklich urgut und das kann im bisher hat ihm das, also hat, also ein Samsung finde ich
bringt das nicht so gut hin. Es sind auch keine Schlieren zu sehen und so weiter. Mhm. Also es funktioniert sehr gut. Das Einzige, was nicht gut funktioniert, ist die Vergütung der Linse anscheinend. Immer noch beim iPhone, das ist ein altbekanntes Problem, dass man, wenn man es gegen Licht fotografiert oder auch filmt vor allem, da merkt man es am meisten, dass man Reflexionen sieht im Bild. Ja. Okay. Also das hat Apple noch immer nicht mit hingekriegt, das komplett zu entfernen. Bei anderen Herstellern gibt es natürlich auch, aber es fällt irgendwie nicht so auf, wie finde ich beim iPhone. Alles klar. Video kann ich dir auch unterschreiben, ist bei mir das Gleiche, da sind sie führend. Das ist besser als Android, wie du gesagt hast, Bildstabilisierung, Kontrast, die Werte. Das macht wirklich Spaß, damit zu filmen. Und speziell jetzt auch, also wenn ich irgendwelche, ich habe es vorher schon gesagt, externen Geschichten anschließe, wie ein Mikrofon, genau. Irgendwas anderes, um das noch aufzuzeichnen, das ist mit USB-C wirklich cool. Mhm. Selfie-Kamera noch ein Satz, das ist eigentlich genau das gleiche wie im letzten Jahr. 12 Megapixel, da hat sich nichts geändert. Das war letztes Jahr schon sehr solide, ist auch heuer sehr solide. Genau. Das macht wirklich Spaß, damit zu fotografieren. Mhm. Na gut, dann kommen wir gleich zur Bewertung. Ich sage es gleich, ich gebe 9 Punkte. Ich finde, das ist extrem gut. Das Einzige, was mich jetzt nicht frustriert, aber was vielleicht ganz nett gewesen wäre, wäre eben vielleicht noch eine vierte Kamera für den 5-fach-Zoom oder was weiß ich. Auf jeden Fall, ich finde es ein bisschen schade, dass der 5-fach-Zoom eben nur dem Pro Max vorbehalten ist. Ja. Man muss sich halt jetzt entscheiden, das Pro Max hat eben zweifach Zoom optisch, kann man sagen, durch den Crop bei der Hauptkamera. Und dann hat es einen großen Schritt, also dann kommt lang nichts und dann kommt der 5-fach Zoom und das Pro Max hat halt den 2-fach Zoom, den 3-fach Zoom, dann kommt nichts mehr. Ja. Da ist dann halt eine Gap beim Pro Max, da muss man verzichten auf gute Qualität zwischen, sagen wir, 3-fach und 5-fach. Und dafür kommt man dann halt, bekommt man bessere Ergebnisse bei 10-fach zum Beispiel, aber bei dem. Also es ist so ein Für und Wider. Man muss dann halt echt wissen, wenn man sich fürs Pro Max oder fürs Pro entscheidet, was man genau machen will mit dem Handy. Das muss man sich diesmal mehr überlegen als im letzten Jahr, weil da war es ja komplett gleich, nur die Größe war unterschiedlich. Das stimmt. Ich gebe auch 9 Punkte. Was mich speziell gestört hat, ich habe es eh angesagt, dass Makro-Modus überhaupt nicht möglich ist. Mhm. Und beim Nachtmodus, du hast gesagt 99%, also ich habe mein Bild fotografiert. In den meisten Fällen war es akkurat, aber es gab auch Momente, wo ich in derselben Situation mehrere Bilder hintereinander gemacht habe. Einmal hat er den Nachtmodus ausgelöst, dann wieder nicht. Mhm. Deswegen gebe ich in dem Fall einen Punkt Abzug und auch gute 9 Punkte. Mhm. Sehr gut. Gut, damit sind wir am Ende unserer 3 Kategorien angekommen. Ihr habt weiterhin die Möglichkeit, dieses super tolle iPhone 15 hier auf der Seite zu gewinnen. Einfach kommentieren unter dieses Video. Mhm. Verratet uns, was kann das iPhone 15 eurer Meinung nach besser als euer bisheriges Smartphone? Mhm. Ihr kennt das Spiel, wir verlängern das Ganze bis zum Mittwoch, den 15. November. Mhm. Dann lösen wir das auf, also vielleicht schon dann ein nettes Weihnachtsgeschenk. Genau. Wir drücken die Daumen, kommentieren, kommentieren, kommentieren. Was wir noch in eigener Sache mitgeben wollen, wir wissen natürlich speziell bei den iPhone 15 Pro und Pro Max, dass die sehr gefragt sind. Genau. Wir bekommen regelmäßig Mengen rein, aber natürlich ist der Andrang sehr groß. Mhm. Werden wir euch unter dieses Video auch posten einen Link in der Community, wo der Wolfi so lieb ist und regelmäßig auch die Verfügbarkeiten postet. Das heißt, falls ihr immer noch auf euer iPhone wartet, einfach da regelmäßig nachschauen. Genau. Und wir danken für die Geduld und wird hoffentlich bald gehen. Wir drücken auch hier die Daumen. Genau. Gut, Wolfi, damit sind wir wirklich am Ende angekommen. Zusammenfassend, was ist diesmal beim iPhone 15 hängen geblieben? Naja, ich meine, es wurde halt an vielen Ecken und Enden verfeinert und verbessert. Grundsätzlich sicher, wie jedes Jahr, das beste iPhone bisher. USB-C ist auf jeden Fall eigentlich die wichtigste Neuerung, meiner Meinung nach. Das wird man im Alltag auch am meisten merken. Den Rest, glaube ich, wenn jemand ein iPhone 14 oder 14 Pro hat, wird er kaum merken, wird auch kaum einen Grund haben, darauf umzusteigen. Ich würde sagen, ab dem iPhone 12 zahlt sich's aus. Da wird man es dann richtig merken, weil da merkt man eben schon, also es ist schneller und leichter und irgendwie schöner. Ganz schlicht und einfach gesagt, kann man auch sagen, da wird sich's auszahlen. Und ansonsten, ja, ich meine, ich schätze, im nächsten Jahr wird es ähnlich sein. Da wird uns dann auch keine bahnbrechenden Neuerungen erwarten, denke ich. Wir lassen uns überraschen und damit sind wir wirklich fertig. Danke euch fürs Zusehen. Danke auch. Wir wünschen alles Liebe und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Baba.